Hallo und willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer neuen Runde. Ja, genau. Das Spiel heißt Babysprache und das ist Dudel. Ja, genau. Ja, richtig. Das Gefühl habe ich auch. Ich wusste gar nicht, dass du die auch beherrschst. Na, selbstverständlich, war doch auch mal ein Baby. Das glaube ich nicht. Nee, man hat auch nicht das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich 40 auf die Welt gekommen war. Ja, ich meine, guck mal, wie hat deine Mutter den Bauch denn da rausgepresst? lustig, Alter, wir haben alle gelacht, Alter. Scheiß Arschlöcher. Ja, aber gibt schon einige. Also ich war ein Kaiserschnitt, von daher entsprechend musste meine Mutter mich da nicht rauspressen. Ach, angenehm. Also dieser übliche Spruch, der kommt, hast du schon mal die Furze deiner Mutter berührt? Und du antwortest natürlich mit Nein. Dann so, wie bist du rausgekommen? Ja, mit Kaiserschnitt, du und so. Ganz einfach. Also der Spruch hat mich noch nie jemand gefragt, aber... Na, das war mein Ding tatsächlich. Ja, fühle ich. Ja, ist sau dumm, ne? Aber das war mein Ding. So, sie putzt deine Mutter. Menschen sind halt wirklich dämlich, ne? Ja, ist so, ne? Also so richtig kackdämlich. Hasse so Menschen. Vor allen Dingen sind die dann auch immer die Coolen, ne? Die sowas das sind die Coolen, ja. Das sind die, wo dann in der Schule die Weiber draufstehen. Ist schon traurig. Vielleicht auch wieder wie also es gibt Dumme. Das sind die Typen, aber dann gibt's noch dümmere, das sind dann die Weiber. Ich weiß nicht, wie es ist. Ne? Wenn die auf die Typen dann stehen, das lässt sich halt noch dümmer wirken. Als die Typen selbst. So, das war der stabile Frauenhate an dieser Stelle. Weiter geht's im Tag. Wir müssen wir jetzt? Schwule Kornel, was hältst du von Schwulen? Erzähl. Also, ich halte von denen nichts. Da kannst du von ausgehen. Das nehme ich nicht in die Hand. Oh, der war gut. Danke. Das hat mir gefallen. Ja, Leute, wir sind natürlich komplett liberal. Liberal. Und lieben alle Menschen. So, das ist ja ganz klar. Ja, das sowieso, ne? Und Tiere besonders. Tierleben immer noch ein Stück höher. Nee, also Tierleben sind mir nicht so wichtig. Darf man das sagen oder ist man dann... Außer von einem kleinen süßen Hund. Nee, der auch nicht. Auch nicht? Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich muss einen kleinen Hund retten oder dich, dann werde ich wahrscheinlich den kleinen Hund retten. Ich sag mal so, die Chance, dass ich den kleinen Hund rette, ist auch ungemein höher. Bei mir muss er erst den Kran holen. Das Ding ist halt, wenn ich dich irgendwo noch rausziehen muss, schaffe ich ja nicht. Du, den kleinen Hund, den kann ich mir einfach nehmen. Flupp, den habe ich. Stell dir mal das Bild vor, Wollo. Wir beide stehen so einer Klippe. Ich rutsch das ab. Das Ding ist sowieso, Korn, wenn du abrutschst von so einer Klippe, ne? Und du, dann selbst wenn du versuchst, dich noch festzuhalten. Nein. Das dauert keine halbe Sekunde. Nein, Wollo, bitte, denk doch mal nach. Okay. Ich rutsch ab, falle und im Fallen nimmst du meine Hand. Und dann hänge ich da an deiner Hand und ich rutsch langsam ab. Nee, dann das zieht mich einfach straight runter. Kann da jemand mal einen Comic rausmachen, Alter? Wie lustig wäre das denn? Das dauert halt keine 0,1 Sekunden. Da. Einfach bin ich so. Mit unter. Bin ich mit unten. Wie Leute in Filmen gerettet werden und dann wie so einer so den im Fallen fängt und der dann so frei über der Schlucht hängt und er ihn wieder hochzieht und dann wie Wollo Kornel sich rettet. Und wie ich dann da runterfalle, Wollo nimmt meine Hand und fällt einfach direkt mit. Einfach so, whoop, hinterher. Mir gibt zwei dicke Klatscher unten. Ja, wobei das sauber machen muss, ne? Arme Sau. Aber du würdest doch meine Hand greifen, oder? Nein. Hallo? Ne, ich würde dann ja. Nee, ich will ja weiterleben, ne? Ja gut, wir müssen ja auch weiter performen. Ne? Die wollen eben, auch die zwei, drei Zuschauer am Tag, ja, das kommt ja auch hin. Aber die zwei, drei Videos am Tag, die müssen ja gemaked werden, ne? Ja. Ne? Ne, schnapp ich mir Fleddy oder so und dann ab geht's. So werde ich ersetzt. Mal gucken. Ja. Ich hoffe, irgendjemand halt, ne? Ich hoffe, oder jemand, der will. Eine Legende. Ja, das wirst du. Du wirst mich reich machen, Kornel. Ob tot oder lebendig, du hast es mir versprochen. Du machst mich reich. Ja, ich bin dabei. Ja, deswegen. Aber Kornel, das will ich dich schon ewig fragen, bevor ich es wieder vergesse. Ne? Ja, das ich wird will. Mit alle Leute.
Nein, das wird uns auch alle, das wird auch die Leute interessieren. Und zwar hätte ich gerne ein bisschen mehr Informationen zur Arschabwisch-Lore. Das Ding ist ja, du bist ja umgezogen. Ja. Und früher hattest du ja immer dein Bein auf der Badewanne, damit du dir vernünftig den Arsch abputzen kannst. Ja. So, aber du hast ja gar keine Badewanne mehr. Doch. Ach du, das ist ja jetzt langweilig. Hast du mir leid. Ich dachte tatsächlich, dass du keine Badewanne, du hast eine Dusche und eine Badewanne. Ja. Alter, was Luxusboy, der will mir was erzählen. Von wegen, ich lebe hier besser. Das ist ja die größte Lüge aller Zeiten. Alter, du hast doppelt so viel Quadratmeter und du hast eine fucking Riesenküche. Ist nicht so groß. Halt die Fresse, wirklich. Ich mach die Webcam. Du machst mich da ja aggressiv. Obwohl ich da auch nicht finde, dass es groß aussieht. So wirklich nicht. Ja, das ist ja scheiße. Ich habe mich so drauf gefreut, dass jetzt so eine richtig ausufernde Story kommt, wie du dir jetzt den Arsch abputzt, ohne dein Bein da abstützen zu können. Nee, kann ich noch, alles gut. Ja, aber okay. Funktioniert wieder besser, sag ich mal. Funktioniert schon wieder besser? Ja, klar, Alter. Stark. Oh mein, ja, das Gott. War bei mir noch nie schwierig. Ja, wow! Glückwunsch! Ja, tut mir auch leid. Aber daran kann ich es halt nicht messen, weißt du? Ja. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen. Nein, bei mir läuft alles super. Ihr Arschabputzen läuft. Ne? Ich gehe jetzt ja auch. Ich kacke bald auch jetzt immer meistens morgens. Dann gehe ich duschen und dann ist eh alles safe. Ne? Das ist einfach geil. Geiles Leben momentan, Alter. Ich führe momentan ein Leben, ne? Ist geil! Richtig begeistert bin ich da. Ja. Stark. Und du? Ja, ich bin eigentlich auch relativ zufrieden, muss ich sagen. Es geht. Zwar das Gefühl, dass ich mich ein bisschen überarbeite. Nach der Wolle überarbeitet sich. Ja. Ansonsten. Jetzt war wieder so eine 40-Stunden-Woche in der Fabrik, das wäre ja entspannt, ne? Ja, wenn ich danach wirklich auch nichts machen muss, denke ich schon. Aber das ist ja, also, dass ich das letzte Mal nach einer 40-Stunden-Woche auch nichts mehr gemacht habe, das ist ja auch 12 Jahre bald her, ne? Ich kenn's ja auch nur noch so. Also wenn das ja komplett wegfallen würde, ne? Streams und Videos machen, Cornel, weil du hast das ja schon öfter mal 2-3 Monate wegfallen lassen, dann würde mir auch echt was fehlen. Also da wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. Ja, ist auch kein schönes Leben. Ne, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Man ist ja immer irgendwie beschäftigt und so dadurch. Mhm. Ist halt endlich, was ich den ganzen Tag machen soll. So viele Serien gibt's dann auch nicht. Ich habe auch schon viel gesehen. Nee, es gibt schon genügend, aber ich habe halt auch schon sehr, sehr viele gesehen. Deswegen. Und es kommt nicht so viel neuer Stuff konsequent raus, auf den ich Bock habe, dass ich das. Also, dass ich mir damit die Zeit vertreiben könnte. Wenn Leute wieder sagen, ja, du kannst ja einfach dann Videospiele spielen. Kann aber auch Gehör lassen, ne? Aber Wollo, Videospiele sind doch dein Leben. Ja, aber dann ja nicht mehr. Nee, ne? Dann nicht mehr. Boah, ich will gar nichts mehr spielen, glaube ich. Ziemlich safe würde ich gar nichts mehr spielen. Boah, ja doch, ich würde schon gerne. Ich stelle mir schon geil vor. Als ob jetzt. Oh Mann. Was denn? Ja, ich dachte, ich habe da jetzt ein Secret gefunden. Eine Coin oder so. Ja, wow, ein Pech, Alter, der mir nichts bringt. Ah, da ist ja die Coin. Das war ja easy. Ja, siehst du? Ja, nee, man, da fehlt halt auch was, ne? Wenn ich, komplett. Das Ding ist so, wenn in meinen richtigen inaktiven Phasen habe ich auch keinen Spaß in meinem Leben, ne? Das ist halt so. Ist ja nicht so, als ob das irgendwie Spaß macht. Nee, es ist zwar trotzdem, manchmal nervig und man denkt so, oh fuck, ich muss das jetzt heute noch machen. Und man will eigentlich nicht. Ja. Aber wenn es ganz weg wäre, wäre auch scheiße. Man hätte halt gerne bessere Bedingungen, sag ich mal, ne? So, ich kann schon verstehen, warum Leute sich dann auch ein Büro holen oder so. Und, ja, also ich bräuchte jetzt kein Büro, aber einfach, ne, Equipment ist dann halt immer hier am Hakeln, da am Hakeln. Ne, das sind solche Dinge, die mich dann am meisten stören. Wenn ich mir dann denke so, ach Mann, ey, warum kann mein PC nicht einfach, jetzt einfach, ne, NASA-PC sein?
Warum ist es nicht möglich? Und na, da bin ich eher auf der Seite, dass mein Körper mir da eher Schwierigkeiten macht. Ich hätte gerne einen Körper, ja, das kommt in dem ich einfach sitzen kann, ohne Schulterschmerzen zu bekommen. Ja, das kommt auch noch dazu. Das wäre halt stark, ne? Das ist halt komplett, ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ich frage mich halt, wie das sein muss, wenn man das einfach... Es gibt ja diese Leute, die jeden Tag 10 Stunden streamen und so. Und haben die auch so doll Schulterschmerzen wie ich? Glaube ich nicht. Wirkt nicht so. Das ist normal, das ist jeder? Ich glaube nicht. Nee, also ich habe keine Schulterschmerzen. Boah, das muss so geil sein, ohne Schmerzen. Oh. Bin da so neidisch, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ja gut, dafür kriege ich andere Schmerzen. Was denn für welche? Ich weiß auch nicht warum, weil, guck mal, jetzt sitze ich ja auch hier, ne? Und jetzt habe ich auch keine Schmerzen, aber immer wenn ich anfange zu streamen, kriege ich unten rechts in meinem Bauchbereich Schmerzen. Okay, ich habe jetzt auch ganz leichte, wo ich gerade darüber rede, aber... Boah, also wo ich das mal hatte, genauso wie du jetzt warst, da war meine Bauchdecke gerissen und irgendeine Darmschlinge hat sich da verhakt. Nee. Daher kamen die Schmerzen dann immer. Deswegen... Ich hab die Bauchdecke nicht gerissen, keine Angst. Ja, weiß man nicht, ne? Doch, weiß ich. Man kann halt zu fett werden, dass die Bauchdecke reißt. Das kann passieren. Wenn man zu schnell fett wird, passiert das in der Regel. Nee, das war bei mir schon... Das passiert öfters mal bei Schwangerschaften übrigens. Ach so. Das ist eine relativ... Ja, nee, aber dann hätte ich das ja auch... normale Sache, aber da kommt schon vor. Das ist auch so eine Sache, vor der ich Angst habe, Kornel. Was? Boah, wo da gerade sind, mir ist ja die Bauchdecke gerissen und da wurde ja was eingesetzt. Das wird ja nicht einfach zugenäht. Weil das hat ja einen Grund, warum die gerissen ist, weil nicht genug Platz war. Und da wird ja halt ein Netz eingesetzt, ne? Und bei mir ist es wegen des hohen Gesichts so aus hartem Plastik, das Netz. Okay. Weil das Gewicht auch halten musste. So, aber wenn ich jetzt dünner werde, ne? Und wirklich krass dünner. Dieses Netz wird ja nicht kleiner. Wird das Probleme geben? Ich habe ein bisschen Angst, ne? Da muss ich irgendwann am gewissen Punkt bestimmt mal zum Arzt und mal anfragen, was Phase ist. Und dass man da, vielleicht muss man das austauschen oder so. Das wäre die Hölle. Oh mein Gott. Oh Gott, wäre das schrecklich. Vor allen Dingen, damit bin ich fast einen Monat ausgefallen. Weil so ein Bauchschnitt ist immer richtig heftig. Da bist du richtig lange, kannst du nix. Ja, dann bleib besser fit. Nee, das auf keinen Fall. Aber das ist eine Sache, die mir echt Angst macht. Das wird schlimm. Ja, bringt halt nichts, ne? Muss er durch. Ja, boah. Monat Vorproduktion für Videos, ne? Nochmal als Information, wenn es so weit kommt. Ah, das kriegen wir alles hin, ne? Ich bin ja da für dich. I'll be there for you. Vielleicht ist es ja auch einfach, vielleicht kannst du einfach so rumwabbeln. Ja, keine Ahnung, das wird schon merken, wenn es auch abnehmen muss. Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gehört. Das ist für mich auch ein bisschen Science-Fiction, muss ich sagen. Na, vielleicht passt sich die Bauchdecke ja auch dementsprechend an. Vielleicht haben wir ja irgendeinen Arzt, der gerade zuhört. Da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Bisher hatten wir auch noch nie einen Arzt geschrieben, der mit zuhört. Mir hat schon mal einen Arzt geschrieben. Ja? Ja. Und, was hat er geschrieben, dass du bald stirbst? Nee. Ich weiß auch nicht mehr genau, was er mir geschrieben hat. Der hat mir auf Facebook geschrieben. Ich glaube, es war wirklich ein Arzt. Aber, ja. Und worum ging es ungefähr? Weiß ich nicht mehr genau. Ich habe, glaube ich, irgendwas erzählt wegen... Ich weiß nicht mehr, müsste ich mal gucken. Muss ich mich mal in der Spieleschmacht erinnern, wenn du spielst, dann kann ich ja nachgucken. Okay. Nö, aber jetzt so gerade... Dann werde ich das vergessen haben, aber okay. Weil es ist erst in einem Monat oder so. Ja, war nett. Ne, war netter. Okay. Nein, Hilfe. Boah, ich hasse Geisterhäuser. Ich bin so unfassbar genervt gerade. Ich kann sie in Worte fassen. Wie ist das? Ich habe auch nur Starcoin verpasst, oder? Weiß ich nicht. Kann ich sein, dass ich hier noch keine habe? Ja, wobei doch könnte sein. Oh, ich weiß. Unten war ein Block übrigens. Ja, das war ein böser. Okay. Du passt auch überhaupt nicht auf, ne? An dem bin ich schon einmal gestorben, an dem Block.
Ja, nee, war es. Also jetzt bin ich ja klein. Ich guck schon hin, aber. Ja, aber das war es dann auch, ne? Ich nehme das nicht wirklich auf. Oh ja, Mann, guck mal, wie nervig das ist. Alter, diese Geisterdinger unter Wasser. Wer bin ich denn, Alter? Bin ich der Papst? Ich kann auch nicht alles. Ich hab nicht die Kraft von Jesus. Oh mein Gott, ich bin auch einfach viel zu ungeduldig bei sowas. Ja, da hätte ich halt wieder warten müssen. Junge, da hättest du hochschwimmen müssen. Das hat nichts mit Baden zu tun. Ja, aber ich wusste nicht, ob ich hoch kann, weil ich irgendeinem anderen Fisch und die Steuerung unter Wasser ist so nervig. Kotzt mich an. Na, man hat's nicht leicht. Ja, da habe ich ja gute Items. Leicht, ja, hat man nicht. Gucken wir mal in dem Part, das wir schaffen. Ja, kann ich nicht versprechen, Leute. Ich hasse Geisterhäuser wirklich abgrundtief. Gibt es wirklich Menschen, die Geisterhäuser gerne spielen? Nein, die gibt's nicht. Nein, oder? Nein, die gibt's nicht. Wirklich nicht. Also. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil die Geisterhäuser, die sind immer, das sind ja auch keine richtigen Rätsel, das ist einfach nur random Bullshit. Das ist einfach nur kompletter Bullshit. Ja, es ist ja nicht irgendwie, dass da irgendwie, wo man merkt, okay, da steckt ein System hinter, wenn ich das so mache, dann funktioniert das. Nein, es ist einfach nur random absuchen. Okay. Glück haben. Das beruhigt mich. Das macht mich doch glücklich. So, ich reise mich jetzt auch zusammen, okay? Erzähl den Leuten mal was. Was hast du heute gegessen? Ja, noch nichts. Und was isst du heute? Gestern hatte ich mein erstes Essen um 19 Uhr. Okay. Und ich hatte gestern eine Bowl, Cornel. Okay. Du bist ausrasten, ne? Ich hatte eine koreanische Bowl mit Reis, Rinderhack. Das Rinderhack war in Honig, Sojasauce und Hussinsauce eingelegt. Und der Reis noch ein bisschen mit Reisessig. Und dazu dann noch Lauch, Zwiebeln und Karotte. Und es war ganz lecker, ja. Ganz lecker. Okay, hast du auch aus der Bowl gegessen? Ja, natürlich. Also ich habe meine Schüssel genommen, ne? Was ja theoretisch eine Bowl ist. Und dann kam da noch ein Ei drauf, dass man 2 Minuten kochen musste vorher und dann da drauf, damit das Eigelb noch flüssig ist. Ich hatte also flüssiges Eigelb wie die süße Japanerin. Als ob du dir jetzt extra gemacht hast. Habe ich gemacht, ja. Nur weil du recht behalten wolltest. Nö, aber das war ja auf Reis, war ja nicht auf Nudeln. Ja, aber ist ja das gleiche. Ist ja, da würde ich es ausmachen. So oder so, auf jeden Fall war das geil. Das hatte ich gestern. Was hattest du gestern? Ich hatte gestern nur Müll. Ich habe nichts Richtiges gegessen. Bedeutet? Was ist denn Müll? Ja, ich hatte zwei. In der Country. Ich hatte 2 Mettbrötchen. Käsebrötchen. So ein Stückchen Streuselkuchen. So eine kleine Tüte, was Chips-mäßiges. Und das waren aber nur 75 Gramm. Und ja, und Honigwaffeln oder Karamellwaffeln, aber die habe ich noch nicht aufgegessen. Also gestern habe ich halt nur so einen ungesunden Tag gemacht. Geil. Noch irgendwas geil. Und wenn ich sowas mache, ne, da brauchst du ja nicht noch was anderes essen. Weiß nicht, das klang jetzt von der Menge echt wenig. Ja, aber waren halt. Kalorien waren das viele, sag ich dir. Ja, aber. Weiß ich gar nicht, ob das so viele Kalorien waren. Es gab auch schon Tage oder auch aufeinanderfolgende Tage, wo ich einfach nur jeden Tag 3 Tüten Chips und eine Packung Riesen oder so gegessen habe. Also. Das sind richtig verschwendete Tage in meiner Welt. Da gab es ja gar nichts Warmes. Nee, an solchen Tagen brauche ich da nichts Warmes. Das, Boah, ich brauche dann Korn einen Tag ohne warmes Essen. Also selbst wenn ich so einen Tag machen würde, ne, was ich natürlich nicht tue, aber dann würde ich mir immer noch was Geiles bestellen bei Lieferando oder so, glaube ich. Weil ich trotzdem was Warmes wollen würde. Das habe ich natürlich damals auch gemacht. Ne? Dann in meiner Hochzeit habe ich das natürlich gemacht. Aber in meiner schlankeren Zeit, ne, so auch in Würzburg und so, da ging das schon sehr gut. Also, ja, wie gesagt, das sind dann halt so. Hä? Da brauche ich so ein.
Anzug. Mini-Pelz, oder? Nee, jo, oh jo. Könnte der hier vielleicht sein? Ja. Das war dumm, Kornel. Nee. Er hat Glück gehabt. Hä, ist doch kein Glück. Das Glück, dass er erst nach rechts gegangen ist und nicht nach links. Ja, aber der wär, den hätte ich auch bekommen, wenn der nach links gegangen wäre, weil das super langsam ist. Du musst den Yoshi loswerden. Nein, ich muss nicht in die Röhre. Nicht? Nein. Ja, wieso weißt du das denn alles? Was ist denn los? Weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ja, das hast du ja auswendig gelernt. Nach einmal spielen. Das ist doch nicht. Also habe ich das nicht nur einmal gespielt. Entschuldigung, aber oh mein Gott. Ich glaube, ich habe mein Gehirn verloren. Oh Gott. Boah. Warte mal, ich kann die fressen, oder? Nee. Nein, da ist ein Cooper, mit dem du die kaputt oh mein machen Gott, kannst. Ich bin abgerutscht. Wo ist mein Yoshi? Lebt er noch? Du kannst ihn mit dem Cooper kaputt machen. Ja, aber ich komme nicht an den Cooper ran. Doch mit einer Arschbombe. Ja, nein, ich meine, der war unter der Palme, da konnte ich nicht hin. Okay. Sag ich, du kannst das Spiel auswendig. Ja, kann ich auch. Mann, jetzt habe ich meinen Yoshi verloren. Das war doch eh nur nervig zum Mitschleppen. Guck, und die zweite des Tages habe ich verpasst. Ja, aber in die Röhre hättest du gemusst wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Habe ich doch gesagt. Mhm. Oder die war hier irgendwo. Ja, jetzt würde Yoshi nachgucken können. Hat mich eh gewundert, dass du nicht nachgeguckt hast, ehrlich gesagt. Nein, oben ist die nicht. Hey, was meinst du? Hat mich eh gewundert, dass du mit dem Yoshi nicht einmal kurz hochgeflogen bist. Ich war da oben. Was redest du denn? Bist du sicher? Ich meine ja, nicht. Ja, hast du geschlafen? Ich krieg doch nichts mit, Alter. Du kriegst halt gar nichts mit. Ja, gar nicht anwesend. Wie alt bist du eigentlich? Alt. Ja, das glaube ich dir. So, dann... oh, guck mal, bitte, geh weg. Wollen wir doch mal gucken, ne? Wollo sagt hier in die Röhre, muss ich nicht? Ja, Pustekuchen, Alter. So kennen wir ihn. Habe ich mal wieder falsche Informationen. Hast du eigentlich die komplette Lösung von Yoko aufgemacht? Na, selbstverständlich. Als ob. Die ist offen. Glaube ich dir nicht. Doch, habe ich sofort, als wir gesagt haben, wir machen jetzt New Super Mario U. Ja, lese mal vor. Habe ich das. So, welches Level willst du hören? Das, in dem wir gerade sind. 8. Moment. Ne, 7-4. 7-4. Gib mir eine Sekunde, da muss ich erstmal hin. Aber dumm von mir. 7 ist Kandesmin. Nee. 4 Villa. 2, 3, 4. 7 ist nicht Kandesmin. Feist Hörnchens Kabel. Ist es nicht? Oh. Nein, 7 ist die Wolkenwelt. Oh, 8! Hier bei die Werb, Alter. Du kannst nicht mal in die 8. Ich kann nicht mal auf die 8. Welt klicken, weil da eine Werbung drüber ist. Das ist ja ein Ding. Oh mein Gott! Es gibt keine Lösung für Welt 8. Hä? Die fehlt! Wie? Ja, die fehlt! Musst du dir kaufen, was? Leute, Mann, Yoko, was soll denn sowas? Ne, dann müssen wir den Part jetzt auch erstmal beenden. Da muss ich erstmal drüber irgendwie klarkommen auch. Die fehlt. Die ist einfach nicht da. Leute, ich hoffe, ihr seid auch so enttäuscht wie ich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.